Oder Münster. Arminia führt zurzeit mit einem Punkt Vorsprung und muss doch heute dorthin, wo es eigentlich nichts zu holen gibt, ins kleine Fechtestadion in Schöpping. Und dort ist der ASC bisher noch ungeschlagen. Hans-Jürgen Mahnke ist unser Reporter und er hat zunächst ein Gerücht aufgespürt. Es wurde gemunkelt, Schöppingen wolle Bielefeld die Punkte schenken, um Preußen Münster als Zuschauermagnet in der Oberliga zu halten. Doch auf dem grünen Rasen war davon nichts zu merken. Schöppingen in den weißen Trikots von links nach rechts in der Anfangsphase mit viel Druck. Erste Chance, Klaus Humbülte, Torhüter Kneipp auf Bielefelder Seite, brauchte nicht einzugreifen. Ohne Michael Gerke, Schöppingens Torjäger, der gesperrt ist, vertraute Trainer Bernhard Dietz auf die gute Abwehrreihe, die Garant dafür bisher war, dass in dieser Saison noch kein Heimspiel verloren ging. Bielefelds Trainer Ernst Middendorp ohne Aufstellungssorgen, zumal auch Mittelfeldstratege Frank Geideck heute wieder mit dabei war. Zehnte Minute, Roland Kopp auf Manfred Lonnemann, der auf die Nummer 10 Golomek und Torhüter Eisenmenger und Abwehrspieler Zumbülte können seinen Führungstreffer für Arminia Bielefeld in der 10. Minute nicht verhindern. 4200 Zuschauer im Stadion, davon die Hälfte aus Bielefeld begeistert, wenig begeistern zu diesem Zeitpunkt das Spiel. Aggressivität und Hektik, Fouls auf beiden Seiten, unkonzentriert in dieser Situation der Torschütze Golomek im Zweikampf mit Zumbülte. Vorne läuft Jablonowski nicht im Abseits und am langen Kneipp vorbei erzielt der 19-Jährige ein riesengroßes Fußballtalent den Schöppinger Ausgleich in der 28. Minute. Bernhard Dienst zufrieden, er wollte heute unbedingt gewinnen, es ging ihm letztlich auch um die Ehre, den Tabellenersten zu schlagen. Letzte Chance vor der Halbzeit für Abwehrspieler Josten, der jedoch an Kneipp scheitert. Mit dem Pausentee dann der Schock für Bielefeld. Preußen Münster führte 4:0 gegen Paderborn. Und jeder erwartete nun in der zweiten Halbzeit eine druckvoll angreifende Arminia. Doch das Gegenteil war der Fall. Gretler mit der Riesenmöglichkeit, den Führungstreffer für den Gastgeber zu erzielen. Nur eine Minute später Freistoß. Wotte auf Zumbülte, der weiter zu Lasic. Aber der springt nicht hoch genug und kann den Ball nicht nach unten drücken. Schöppingen weiter spielüberlegen und gefährlich. Auch für diesen Fotografen gefährlich. Wotte mit Volltreffer. Das Spiel wurde immer härter und nur noch ein einziges Mal, nämlich in der 60. Minute, ließ Bielefeld spielerische Klasse aufblitzen. Konerdink nutzt eine Abwehrschwäche der Gastgeber und erzielt den 2:1 Endstand. Sicherlich ein glücklicher Sieg für Bielefeld, allerdings ein unglückliches Ende für den Torschützen. Hier liegt er gefoult am Boden und gleich begeht er seinerseits ein Foul am Torhüter. Rote Karte für Konerdink. Er wird den Arminen in den nächsten Spielen ganz, ganz schwer.